hätte ich ja Quinn spielen können. Naja, gut. Hallo und herzlich willkommen. Nicht zu einem Silberrücken in der Kluft, sondern nachdem wir gerade eben so ein enttäuschendes Match haben, haben wir gesagt, jetzt brauchen wir was zum Abreagieren. Deswegen gibt es heute mal ein leckeres Aram auf dem Tisch. Wir, das sind übrigens Meo123. Moin, moin. Und ich. Und ich habe gerade keine Ahnung, wie man Darius ordentlich spielt, aber ich glaube, ich will den Black Cleaver als erstes bauen, oder? Achso, und was man natürlich immer auf Aram will, Support-Gegenstände kaufen. Ja. Ja. Aurelion ist auf der Map gar nicht mal so gut, weil er immer sichtbar ist, auch wenn er im Busch steht. Okay. Mit seinem blöden Kreis. Ich kaufe jetzt hier einfach mal so quer durch die Bank weg. Und hier so, Rüstung ist bestimmt auch eine ganz super Sache. Schuhe werden es sicherlich auch, aber ist auch egal. Wir haben zwei Supporter, kein ADC, obwohl wir eigentlich zu Anfang zwei Stück hatten. Dafür spielt Meo Fiddlesticks und der soll ja hier auf dieser Map so das Nonplusultra sein. Die Gegner haben dafür ausreichende ADCs. Wartenstress. Leicht davon profitiert von einem Supporter-Item. Ja, das darfst du. Du hättest ja auch ein Supporter-Item kaufen können. Ich brauche nur Damage. Ja, aber du würdest ja mit deiner Krähe würdest du doch sofort immer das Gold bekommen. Also es reicht mir auch, dein Gold zu bekommen. Das weiß ich. Irgendwie kümmert sich auch keiner um die Creeps außer mir. Ich werfe mal Krähen rein, das muss auch reichen. Ja, ist auch super. Ich bleibe jetzt auch einfach in der Nähe. Wenn sie dich angreifen, dann ärgere ich sie. Ich glaube, den Crew maximiere ich zuerst. Oh, ja! Alle haben Full Health. Nur Darius nicht. Ich wollte es eigentlich nur securen. Könnte mal kurz jemand. Oh. Oh, der ist meiner. Und der nächste auch. Weil keiner geht dahin. Okay, es kann weitergehen. Heile ich mich eigentlich mit dem Q auch? Ne, Champion. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch Darius getötet. Das wäre ja unfair. Also ist super. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ja, wir starten schon mal besser als eben. Ungemein. Oh, oh Mann. Der Heal auf dem Kuh ist auch ganz gut. Ja, das alte Fiddle-Problem hier am Anfang. Mana. Oh Gott, jetzt kommt der Ulti wieder. Die Ulti-Mechanik. Ja, hättest du den Support-Item gekauft, ne? Die haben ja unheimlich viel Mana-Regeneration.
Aber aus einem unerfindlichen Grund war das ja für dich anscheinend nicht interessant genug. Jenner hier anscheinend auch ein ganz netter. Endlich eigentlich gestorben. Sind alle Supporter hier sehr nützlich. Stark. Na gut, wenn du das sagst. So, kann man den echt gebrauchen? Na gut. Und viel Lebensenergie. Lebensenergie ist immer gut. Schuhe sind unnötig. Gibt ja sowieso nur eine Richtung, die man laufen muss. Keine Eule mehr ab. Bist du jetzt gerade mit deinem Ulti weggelaufen von den Gegnern? Nein. Haha, Goldfarm, kein Problem. Shit, hätte ich in den Reihen gehen sollen, noch ein bisschen Schaden machen. Gold brauche ich denn für die 150? So, was maxe ich denn wohl nach dem Q? Irgendwas macht ja doch Rüstungsdurchdringung. Obwohl, die haben keinen. Aber das ist. Der CC ist auch gut. So, Nils, bist du bereit? Hast du Ulti ready? Ich habe keinen Mana. Ich weiß nicht. Und Ult habe ich auch nicht ab. Müsste ich demnächst mal sterben. Das war mein Wunsch. Das hat echt funktioniert. Ja. Nein, das nicht. Also das wahrscheinlich auch, aber... Nein. Ja! Ja, 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 ja! Na! Ja, schön. Genau, den Fehler macht man nicht zweimal. Halt doch noch einen Augenblick. Oh, verdammt. Ja, ich hab mehr als das Vieren konnte ich nicht. Nee, du hattest das ja auch schon vorhin mal gemeint, ne? Der ist halt extrem fiese unterm Tower immer noch. Ja. Rüsten wir noch auf. Ist ein aus Creepscore? Ja. Nur Aurelion hat mehr Creeps. Bringt auch was vom Levelaufstieg anscheinend her, weil ich habe jetzt höchsten Level. Und wir haben zweimal Redemption. Rein! Oh, ich habe was vergessen. Snowball.
Warte mal, wenn er sich an dich ranhüpft, dann zieh ich ihn weg. Also, wer hier reingeht, muss noch eine Eule mitnehmen. Ist schon mal ja, klar. Ja. Ja. Echt darauf spekuliert, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Oh shit. Oh, außer Reichweite raus. Ist auch immer gefährlich hier. Ja, das ist natürlich gegen ihn ganz gut, ne? Ach Mann, ey. Ja, du hast ihn, hast ihn doch nicht. Hier ist Mana, wenn du das brauchst. Kann ich. Wie bitte? Das ist Mana. Oh. Vorgelweg wäre auch gut beraten damit, mich anzuspringen. Weil ich ihn vieren kann und die anderen eher nicht. Wer von denen hat den Snowball? Ah, alle. Passt. Ja, Warwick würde ich jetzt auch gerne mal die Finger kriegen. Ich würde sonst mal jetzt hier gleich holen. Ja, machen. Ich laufe mit rein. Ich habe noch ein Schild für dich. Ja, die müssen erstmal dann kommen hier. Du kannst deinen Namen sagen, dass die auch nochmal ihren scheiß Ulti anmachen soll. Also ich glaube, das wäre eine ganz geile Wombo-Kombo. Aber ich gestorben, ne? Eine Eule rausgehauen. Stirbt er nicht. Ach, Mist. So viel Eulenpest da. Das ist... Ich hab Flash. Lass mal an. Ich kann meinen Bleeding Damage erhöhen. Da.
Orange ist Tech Damage. Oh, oh. Ja, schön. Ich toleriere keine Feigheit. Nur der Geist. Ah, ist er. Oh Mann! Oh, oh, oh. Oh geil. Ist ja unjährlich, dass sie mit einer Wasserblase jemanden killen. Okay. Boah, die fange ich jetzt aber auch, ja. Ich hätte auch da bleiben können, aber gut. Ari, 8 Kills. Nami, 9 Kills. Ja, Supporter sind hier auch stark. Ja, hast du schon erwähnt. Nami hat die beste KDA im Match. Ach, Schande. Aber ein Double mit dem im Multi geschafft von Darius. Das ist immer noch der Magic Damage, der hier irgendwie ganz doll reinknallt gerade. Der trifft ja immer. Wer? Kogma. Kogma. Ja. Aber es steht 38 zu 18. Ich wundere mich, dass wir nicht irgendwie besser dastehen. Oh, komm noch zurück, Jana. Ein Hoch auf deine Tankiness. War doch echt Bock, weil du jetzt kannst ja echt überall reingehen. Oh ja, da stehen auch deine Namen drauf, oder? Oh, schade. Ja. Die Abkennzahl ist zwar schon gering, aber...
Ich dachte, da steht noch ein Name, nochmal dein Name drauf. Ja, du, ich hätte auch nichts gegen den Trippel. Ich hätte auch nichts gegen den Tripper gehabt. Nein, ich weiß ja nicht. Darf er das? Wer darf was? Darf er das hier sagen? Du hast ja die meisten Kills, wie kommt denn das? Habe ich jetzt mehr als Nami? Okay, gerade eben hatte Nami mehr. Ja, okay. Aber also Namis Stats sind immer noch ziemlich bemerkenswert. Aber du hast ja auch wieder aufgeholt. Ja, mehr als Nami habe ich auch. Naja, ein mehr. Hast aber 7, 8 Assists weniger. Och, das war auch meiner. Ich toleriere keine Feigheit. Oh. So, dann würde ich mal sagen. Irgendwie würde ich. Hast du eine Ulti ready? Aber erst in 20 Sekunden eigentlich. Wieso 20 Sekunden? Das geht nicht. Nee, in 20 Sekunden habe ich erst. Wo seid ihr denn alle? Ich hänge hier herum und. Das ist mir jetzt schon zum zweiten Mal passiert. Weil ich die heute andersrum drin habe als sonst. Dass du wen andersrum drin hast? Ja, sauber. Tower Kill. Aber ich kann mir jetzt. Oh, Schande. Ich kann es mir noch nicht leisten. Den will ich nicht verkaufen. Was für Schuhe kauft man denn am besten für Darius? Echt? Oh Mann. Oh, Leute! Oh, jetzt geht's. Danke. Warwick hat erst 3 Kills. Ja, der wird aber noch schlimm. Wer denn auch? Ich dachte, die Spiele dauern nicht so lange. Mio behauptet nämlich, dass ein Aram deutlich kürzer ist als ein Normal oder als ein Rank. Also auf der Twisted Tree Line. Was ich auch mal gedacht habe, aber irgendwie in letzter Zeit nicht so empfunden habe. Hier kommt euch wieder eine Ulti von. So viel Schaden. Das ist, ja, der macht ja dann irgendwie beim fünften Stack oder sowas, ich glaube, absoluten Schaden. Aber das Gute ist ja, er hat dann keine Abklingzeit. Das heißt, wenn er noch einen erwischt, so wie jetzt zum Beispiel gleich Warwick. Gut. So, ich würde fast sagen, ihr könnt dann mal enden. Gleich gegen 3. Ja, den könnten wir auch nochmal mitnehmen. Ja, ich glaube, das könnte. Na, gut, noch nicht. Alter, der Live-Stil da. Ist gut, ne? Ich mach den auch. Vor allem, weil sie trotzdem noch an mir dran bleiben. Jetzt habe ich nur keinen Mana mehr. Shit. Tja. Ach, das wäre jetzt genau 12. was für ein. Darius heilt sich in Höhe von 12% seines fehlenden Lebens pro gegnerischem Champion, der von der Klinge getroffen wird. Maximal 36. Also das heißt also, wenn ich irgendwie nur noch 500 Health habe, habe ich 4000 verloren. Ne? Also bis zu 1200 Health. I'm playing bad as fuck. Achso. Nett. Gefällt mir. Jetzt kann ich aber noch so ein Ding hier, glaube ich, gebrauchen. Wobei, der ist auch ganz nett.
Brauche ich echt Schuhe? Nee. Ja. Warten wir mal ab. So. Gut. Ach. Guck mal, Nami, wieder 14-2. Und die Items, die sie hat. Wahnsinn. Mein Ziel ist klar. Bist du gerade geflasht? Ja. Wo denn das? Du musst flashen? Ah, ich wollte jetzt ja nicht irgendwo in dem ganzen Kram von denen drin. Oh nein. Ah, falscher Champion! Caps locked. Schon wieder der falsche. Mann, das macht Twitch leider auch Schaden. Oder war das gar nicht Twitch? Nee, guck mal. Oh. Why not? Oh, oh, sauber. Jawohl. Schöne Ari. Auch wenn sie jetzt mehr Kills hat als ich. Und weniger Deaths. Komme ich noch rechtzeitig an? Na, glaub ich. Schön zum Abschluss. Ja, das war ein sehr schönes Spiel, Hachi. Ja, ebenfalls. Ne? Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Bye, bye. Ciao. We'll be right back.